Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Command & Conquer 3 Tiberium Wars. Wir starten jetzt in die letzte GDI-Mission, Ground Zero. Und die Mission hat es echt in sich. Als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, musste ich auf eine ganz bestimmte Waffe zurückgreifen, von der ihr gleich in der Zwischensequenz etwas seht. Und erst beim zweiten Mal ist es mir dann gelungen, die Mission normal durchzuspielen, aber das war echt sackhart. Und ich hoffe einfach, dass ich das jetzt besser hinbekomme. Ich meine, ich habe auch in Rom gesagt, dass die Mission echt schwer ist und die war hinterher probierlich einfach. Aber gucken wir mal, wie es hier in Ground Zero läuft. Sehr gute Arbeit, Commander. Unsere Truppen sind durch diesen Sieg zusätzlich motiviert worden. Jetzt haben unsere Truppen mit einer Großoffensive auf diese Türme begonnen. Ganz aktuell. Es wird gerade gemeldet, dass nur noch einer dieser Türme steht. Hier, im Mittelmeerraum. Oder was früher einmal der Mittelmeerraum war. Und wissen Sie was? Ausgerechnet Nord hat die Zerstörung des Turms bis jetzt verhindert. Die Bruderschaft hat eine ungewöhnlich große Armee vor Ort und scheint den Turm zu beschützen. Warum, wissen wir nicht. Keine Ahnung, was die vorhaben, aber das ist nicht Ihr Problem, Commander. Sie sind in Italien noch nicht fertig. Die Invasoren haben hier eine Art Kontrollknoten. Es ist sicher kein Zufall, dass er am Ground Zero steht. Immerhin ist das der Ausgangspunkt der Tiberium-Kontamination. Laut Dr. Ibrahim steuert dieser Knoten die Tiberium-Verteilung für alle ihre Einheiten. Und ohne Tiberium funktionieren sie nicht. Stoppen Sie die Einheiten. Stoppen Sie die Invasion. Commander, ich muss Ihnen etwas sagen. General Granger hält wichtige Informationen zurück. Informationen, die Ihnen das Leben retten könnten. Unter meiner Aufsicht konnte die GDI-Waffentechnik aus dem von Nord konfiszierten Material eine Flüssig-Tiberium-Bombe bauen. Inzwischen stattete ich bereits Ihre Truppen damit aus. Nun, Granger erwartet, dass Sie versuchen, einen Sieg durch harte Arbeit möglich zu machen. Und wieso? Er meint, ich sei eine politische Gefahr für ihn. Wenn mein Plan uns weiterbringt, ist Granger unwichtig. Das denken sicher auch die Medien von ihm. Aber sie werden Sie als Held sehen, wenn Sie diesen Krieg schnell gewinnen. Hier geht es nicht um mich oder Granger, Commander. Hier geht es um Sie. Ihre Stunde kommt. Machen Sie für sich Geschichte. Genau diese Tiberium-Bombe meinte ich vorhin. Die können wir einsetzen, dann ist die Mission sofort gewonnen, aber dabei vernichten wir halb Europa. Wenn nicht sogar ganz Europa. Ich weiß nicht mehr, wie viel drauf geht. Auf jeden Fall ist der ganze europäische Kontinent dann erledigt. Endgültig. Alles tot. Ich habe diese Bombe damals eingesetzt, weil ich das Spiel halt nicht verlieren wollte. Und wenn man die Bombe benutzt, gibt es ein alternatives Ende. Das werde ich euch dann in einer Bonus-Episode zeigen. Aber zunächst einmal versuchen wir, die Mission standardmäßig zu schaffen. Sollte das nicht gelingen, werde ich euch halt das sogenannte Verlierer-Ende zeigen und dann das Ganze nochmal machen in der normalen Fassung. Aber ich hoffe, da wir bisher recht gut durchgekommen sind, dass ich auch in dieser Mission alles so hinkriege, wie ich es hinkriegen will. Okay, es geht los. Ach, scheiße. Ja. So, jetzt geht's los. Ground Zero. Diesen Kontrollknoten vernichten. Wir haben ja allerhand an Gegnern in dieser Mission und das wird echt schwierig, aber das werden wir schon schaffen. Neue Bauoptionen. Empfange Nachricht. Der Kontrollknoten befehligt sämtliche Alien-Truppen. Wir müssen ihn dem Erdboden gleichmachen, um die Invasoren aufzuhalten. Die Nordtruppen in diesem Gebiet sind eine Gefahr für unsere Mission. Zerstören Sie Ihren Stützpunkt im Norden. Mach ich. Eins nach dem anderen. Zunächst bauen Raffinerie. Wird gebaut. Okay, jetzt muss ich meine Truppen erstmal postieren. Sind bereit. Ach, ich hab's noch nicht gemacht, das ist ja klasse. Erwarten Befehle. Unbesiegbar. Ja, Sir. Ich komme. Hier vorne möchte ich mal stationieren. Spaltgenerator geortet. Ja, ich weiß. Neues Bonusziel. Erobern Sie einen Spaltgenerator oder Tempel von Nord. Schlagen wir Sie mit Ihren eigenen Waffen. Das wird schwierig, aber ich werde es probieren. Denn unbekannte der ist hier Einheit geortet. Und der ist verdammt gesichert. Unbekannte Einheit? Das gefällt mir aber nicht. Und der ist verdammt gut gesichert. Bau hier ist nämlich abgeschlossen. Eine dicke Basis. Geheimdienstdaten aktualisiert. Ja, hier ist nämlich eine dicke Basis drumherum gebaut. Die Raffinerie baue ich mal hier drüben hin. Neue Bauoptionen. Kraftwerk. Wird gebaut.
Wird gebaut. Ah, gut, ich habe einen Kran von Beginn an. Sehr cool. Wird gebaut. Ich mache schnell ein paar Bodengeschütze. Weil ich hier mich auch auf Nordangriffe vorbereiten muss. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Bauarbeiten laufen. So, dann brauche ich hier erstmal eine Kaserne. Wird gebaut. Infanterieturm. Dahin. Bau abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Ich brauche einen Rig, ganz schnell. Bereit. Dass ich hier vorne eine Battle Base richte, damit ich meine Einheiten direkt vor Ort reparieren kann. Na, komm. Ungeeigneter Bauplatz. Dahin. Neue Bauoptionen. Gefechtsstand hier, Waffenfabrik dort. Du verkaufen, raus damit. Na, komm. Gebäude weg. Mammutpanzer bereit. Auf dem Weg. Oh, die Panzer, die ich ja lieber fahre, ich an das einfach mal. Unaufhaltsam. Rücke vor. Schon fast zerstört, das ist nicht gut. Ich muss zusehen, dass ich schnellstmöglich einen Rig kriege. Bau abgeschlossen. Ist das die Waffenfabrik? Nein, das ist der Gefechtsstand, okay. Kommt hier unten hin? Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Tech Center. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Ranhalten hier. Einheit wird angegriffen. Neue Bauoptionen. Bauen. Rig zuerst. Danach baue ich Panzer. Mammutpanzer. Bau abgeschlossen. Ich muss hier oben mal ein bisschen gegen den Türmen gegen Nord verteidigen. Hier baue ich ein paar Panzertürme hin. Ah, stopp. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Kraftwerk. Wird gebaut. Danach muss ich zusehen, dass ich einen dritten Sammler kriege. Denn die zwei, selbst wenn die blaues Tiberium enden, das Feld ist fast abgeerntet. Ich muss mich ein bisschen ranhalten. Ich habe nur noch 5,5 Minuten. In diesen 5,5 Minuten muss ich eine Streitmacht hochziehen, die Bau in der Lage ist, die Basis hier hinten zu erobern. Na komm. Wir warten auf Einsatzbefehl. Brauchen wir hier gleich noch ein zweites? Hier brauche ich erstmal 3-4 Predator-Panzer. Wir wären dann soweit. Rick fährt hier hin. Stelle ich das mal hier auf. Bau abgeschlossen. Na, passt der da noch hin? Nee, dann stelle ich ihn dorthin. Bau abgeschlossen. Okay. Tech Center. Neue Bauoptionen. Hier eben aufrüsten. Bei den 4 Kraftwerken. Okay, jetzt muss ich zuerst mal hinzusehen, wo Predator bereit. Arsenal brauche ich noch. Wird gebaut. Und noch eine Raffinerie. Wird gebaut. Dann brauche ich mal die ersten 5 Mammutpanzer. Oh nein, 3 Stück, 2 genügen. 2 BMTs. Ein bisschen Infanterie. Hier ein paar Raketenwerfer, ausbilden. Jungs. So 3 Stück. Bau abgeschlossen. Predator bereit. Invasor. Einheit wird angegriffen. Raketentrupp Einsatz bereit. Auf zur Front. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, was habe ich hier gebaut? Achso, das Arsenal. Einsatzbereit. Das bauen wir dorthin. Neue Bauoptionen. Bau abgeschlossen. Raketentrupp einsatzbereit. Ich glaube, ich baue tatsächlich jetzt mal die Raffinerie hier drüben hin. Wobei, nein. Komm. Ich habe Ihre Codes. Ungeeigneter Na komm, Bauplatz. Da war doch eben Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Dahin, so. Unsere Basis wird angegriffen. Mammut, einsatzbereit. Ach. Feindkontakt. Greif an. Hau die um, schnell. So, du. Railgun-Upgrade, schnell. Wird repariert. Nachladen. Unterwegs. Ach, komm, überfahren mal eben schnell. Infanterie, wo seid ihr? Da. Hierher. Wir greifen an. Los, Männer, vorwärts. Oha, jetzt haben sie schon die dicke Notschneidmacht angefahren. Ist ja nicht so schön. Dann schnell ein paar Türme hier. Mammutpanzer darüber. Nähere mich. Ganz ruhig. Ziele anvisieren. Weg da, weg da, weg da. Machen Sie fertig. Einheit befördert. Wir haben die. Ach, shit. Auf zur Front. Unsere Basis wird angegriffen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wird gebaut. Verteidigungsturm, Verteidigungsturm. Unbesiegbar, Rücke hierher, Mammutpanzer. Predator Crew bereit.
Predator-Panzer hierher. Verstanden. Tiberium fällt abgebaut. Ja, ich weiß, das blaue Tiberium ist weg. Danke. Wird repariert. BMT einsatzbereit. So, komm, macht mal hin hier ein bisschen. Außerdem muss ich gleich mal zusehen, dass ich die... Bau abgeschlossen. Oh, ich muss mich ranhalten. Bau abgeschlossen. So, hier noch einen hin. So. Brauchen Silos. Ich baue ja schon das Ionenkanonen-Ding. Ich brauche keine Silos, danke. Schallemitter. Warum baue ich hier keine... Ausbildung. Ich könnte auch noch ein paar Mammuts bauen jetzt. Okay, wo ist mein Infanterie? Alles bereit. So, da ist der Invasor. Ist der Weg sicher? Dann hier rein. Und dann baue ich jetzt nochmal einen Raketenhaini nach. Ausbildung. Kommando schadet nicht. BMT erwartet für ihren Raketen der Raketen bereit. Ja, ist gut, ist gut. Wann ist das Kack Railgun Upgrade fertig? Abgeschlossen. Ist noch in der Mache, okay. Ich sichere mich hier oben erstmal gegen die Nord ab, gegen die Bruderschaft. Erwarten das sollte eigentlich genügen gegen alles, was die mir hier entgegenschmeißen. Division ausrücken. Mammut, sobald das Railgun Upgrade fertig ist, muss ich zusehen, dass ich meinen Hintern zur Alien-Basis rüber bewege. Damit ich diesen verfluchten Spaltgenerator übernehmen kann. Vielleicht wären ein paar Zone Trooper nicht so schlecht. Ich komme mal, wenn ich das Zone Trooper Dropship noch hinkriege. Bringen wir es hinter uns. Bau abgeschlossen. Upgrade abgeschlossen. Okay. Ah, die Ionenkanone ist gleich fertig. Gut. Da muss ich mich ranhalten. Bau abgeschlossen. So. Habe ich jetzt auch genug Saft, um das andere Ding zu betreiben? Ja, ich denke schon. Haltet die Waffen bereit. Einsatzbereit. Hier lang, Männer. Die drei. Hab ich hier noch einen Raketentrupp? Ja, Sir. Da rein. Seid vorsichtig. BMT. Und dann muss ich gleich zusehen, dass ich rüberkomme. Ich werde meine gesamte Armee mitnehmen. Und einfach hoffen, dass meine Basis das dann hält. Denn viel Zeit bleibt mir nicht mehr. Um hier für Ordnung zu sorgen. Wird gebaut. Ich baue schon mal das erste Flugfeld. Auf zur Front. So, ihr Jungs. Neues Bonusziel. Oh, jetzt schon? Ein Alien-Mutterschiff nimmt Kurs auf unsere Basis. Leiten Sie das Mutterschiff zum Notstützpunkt um, indem Sie dessen Störsender ausschalten. Ja, ich weiß. Ich muss jetzt erstmal hierher kommen mit meinen Panzern. Bau abgeschlossen. Feindliche Einheiten Mammut in Sicht. Einsatzbereit. Mammut und vor. Unaufhaltsam. Schießt mal hier drauf auf die Fahrzeuge. Los geht's. Ihr schießt mal bitte auf die Fahrzeuge und ignoriert den Rest. Überfahrt diese Schweine doch einfach. Bin unterwegs. Ich hab nicht nur noch 2 Minuten Zeit. Komme. Okay, das sollten meine Abwehrtürme eigentlich schaffen hier. Also schnellstens meine Luftwaffe. Neue Bauoptionen. Hoch hier, Firehawks. Oh, war ja, da ist ja ordentlich was los. Ich mache mal lieber noch ein Kraftwerk. Schallemitter. Unsere Basis wird angegriffen. Ja, ich weiß, die schaffe ich schon. So, wo sind die BMTs? BMT erwartet Befehle. Commander, unterwegs und bereit. Hierher. Meine Befehle. Ihr müsst doch den Stift von dir ausradieren, Jungs. Nur mal so als Hinweis, ne? Oh, shit, das schaffe ich doch niemals. Los geht's. Und das Rig muss ich darüber schieben. Zusammenklappen. Warten auf Einsatzbefehl. Hohe Tiberium-Belastung. Stealth-Einheit geortet. Bau abgeschlossen. Firehawk angedockt und bereit. Scheiße, komm, zerstört diese Dinger! Unzureichende Mittel. Wir sind startklar. Unsere Basis wird angegriffen. Roger. Gucken, ob die zwei genügen, um den auszuradieren. Zielgebiet. Ich muss nur ganz, ganz fix diese beiden Dinger hier zerstören. Bereit. So, schnell das Ding hier weghauen. Feindlicher Stützpunkt in Sicht. BMT erwartet Befehle. Mammutpanzer.
Wo ist denn das BMC mit dem Invasor? Ich kümmere mich um alles. Ist der Sender weg? Ja, gut. Okay. Gebäude eingenommen. Der Spaltgenerator gehört uns. Bonusziel erreicht. Super, jetzt muss ich so schnell hier hin. Das ist mein Rick. Jawohl. Hierher, schnell. Verlieren wir keine Zeit. Warten auf Einsatzbefehl. So, jetzt schnell. Schnell das Ding zerstören. Ganz ruckzuck. Auf zur Front. Würdet ihr das freundlicherweise hier mal alles zerstören jetzt, Jungs? Nur mal so als Hinweis. Das könnte vielleicht mal ganz nützlich sein. Löscht sie aus. Hier mal den Brückenkopf zu sichern. Macht sie fertig. Einheit befördert. Der Störsender ist zerstört worden. Super. Bonusziel erreicht. Alles klar. Ab zur Basis. Der Nordstützpunkt ist nicht mehr getarnt. Meine Befehle. Break hierher. Mammut. Nord hat einen vorgeschobenen Stützpunkt errichtet. Warnung. Tempel von Nord geordnet. Ist mir egal. Der Tempel von Nord kann mir nichts mehr. Der ist erst fertig mit dem meiner. Warum kann ich den nicht aufbauen? Wo sollen wir hin? Kann ich den da hinstellen? Ich möchte gerne einen Brückenkopf errichten. Hallöchen. Unsere Basis wird angegriffen. Das ist ein bisschen was reparieren scheint, oder?